Durch eine lange Wasserleitung fließt ein Volumenstrom von 4 Liter pro Sekunde. Man misst über der ganzen Wasserleitung einen Druckunterschied, Eingang bis Ausgang, von 0,3 bar. Also es geht natürlich hinunter mit dem Druck. Welchen Druckunterschied würde man messen, wenn 10 Liter pro Sekunde durchfließen würde? 36 Kubikmeter pro Stunde sind 10 Liter pro Sekunde. Dann die zweite Frage ist, wie viel Energie würde dissipiert, wenn die Stromstärke in 5 Minuten linear von 0,5 Liter pro Sekunde auf 1,5 Liter pro Sekunde steigen würde? Nun, die erste Frage lässt sich relativ einfach beantworten, wenn man weiß, dass der Druckabfall quadratisch mit der Volumenstromstärke zunimmt. Dann hat man nämlich hier eine Zunahme des Volumenstroms von 4 Liter auf 10 Liter pro Sekunde. Und das ist ein Faktor 2,5. Also es steigt der Druckabfall um 2,5 im Quadrat. Die zweite Frage, die kann nicht so einfach beantwortet werden. Nun, die erste Frage wollen wir jetzt auch ein bisschen mathematisch untersuchen. Also hier steht das Gesetz. Druckabfall ist Konstante mal Volumenstromstärke im Quadrat. Oder umgekehrt, die Konstante ist Druckabfall durch Volumenstromstärke im Quadrat. Und jetzt können wir die Zahlen einsetzen. Also 0,3 bar sind 30.000 Pascal und 4 Liter pro Sekunde sind 0,004 Kubikmeter pro Sekunde. Das muss dann ins Quadrat. Das gibt eine Konstante von 1,875 mal, also Milliarden Pascal Sekunde im Quadrat durch Meter hoch 6. Nun können wir diese Konstante mit der neuen Volumenstromstärke multiplizieren und das gibt dann eine Druckdifferenz von 1,875 bar, was eben genau 2,5 im Quadrat mal 0,3 bar ist. Soweit die formalisierte Rechnung. Nun die Prozessleistung. Die Prozessleistung ist ein allgemeiner Begriff der Systemphysik. Das heißt, wir werden die Prozessleistung in der Mechanik, sowohl Translation als auch Rotationsmechanik, in der Elektrizitätslehre und in der Wärmelehre wieder kennenlernen. Die Formulierung ist immer dieselbe, nämlich Potentialdifferenz mal Stromstärke der zugehörigen Menge. Nun, hier ist es eben Druckdifferenz mal Volumenstromstärke. Wenn man jetzt das Druckgesetz für turbulente Strömung einsetzt, nämlich K mal IV im Quadrat, bekommt man für die Leistung diese Konstante mal Volumenstromstärke hoch 3. Das ist die Leistung, das ist ja der Energieumsatz pro Zeit oder eben die dissipierte Energie pro Zeit, wobei Dissipation letztendlich heißt, dass hier Entropie erzeugt wird. Nun, wenn man die dissipierte Leistung aufintegriert, bekommt man die total dissipierte Energie und als Funktion können wir schreiben K mal IV hoch 3 über die Zeit integriert. Nun müsste man IV als Funktion in der Zeit haben, das ist nicht so schwierig, das ist nämlich Konstante mal Konstante plus eine zweite Konstante mal Zeit, also zum Beispiel A plus B mal T. Wenn man das einsetzt und hoch 3 rechnet, bekommt man ein Polynom, das dann einfach zu integrieren ist. Aber im ersten Semester können ja die wenigsten noch integrieren, also machen wir das grafisch, die Fläche unter der Kurve der Zeit, der Leistungszeitkurve. Man könnte jetzt statt grafisch auch mit einer Tabellenkalkulation arbeiten. Ich habe das jetzt hier gemacht. Sie sehen hier das Excel-File. Links 5 Kolonnen. Die erste Kolonne zeigt die Zeit von 0 auf 300 Sekunden in 10er Schritten. Dann kommt die Volumenstromstärke linear wachsend von 5 Deziliter pro Sekunde auf 15 Deziliter pro Sekunde.
also natürlich in Kubikmeter pro Sekunde geschrieben. Dann kommt die Druckdifferenz, das möchte ich schnell zeigen. Die Druckdifferenz, die ist einfach Konstante mal Volumenstrom stärker hoch 3. Und die Leistung ist dann einfach Konstante mal Volumenstrom stärker hoch 3. Also vorher war es im Quadrat, jetzt hoch 3. Und die Energie, die wird jetzt wie folgt gerechnet. Zuerst einmal haben wir die Gesamtenergie beim Start 0. Nach dem ersten Intervall, also die Zahlen sind jetzt immer nach dem Intervall. Da machen wir Folgendes, ich zeige schnell. Ich nehme den Wert zu Beginn des ersten Intervalls und nehme dann den Wert am Schluss des ersten Intervalls. Ich nehme den Wert eigentlich bei 5 Sekunden. Das heißt, es ist ja nicht linear, aber ein bisschen gemittelt und multipliziere mit dem Zeitschritt von 10 Sekunden. Weil ich einen Mittelwert bilde zwischen zwei Werten, muss ich ja noch durch 2 dividieren. Also es ist eigentlich Prozessleistung zu Beginn, Prozessleistung am Schluss des Intervalls durch 2 mal 10 Sekunden plus der Wert von vorher. Das mache ich jetzt hier. Das gibt dann den Wert bei 10 Sekunden. Ich muss das genau anschauen. Also dieser Wert hier ist bei 10 Sekunden. Entsprechend ist dann dieser Wert bei 300 Sekunden. Also die Leistung, die rechne ich immer und den Volumenstrom am Anfang und am Ende des Intervalls, also bei 0, bei 10. Aber die Energie ist dann erst bei am Schluss des Intervalls quasi zu berechnen. Das muss man beachten. Rechts sehen Sie die Grafiken, also blau ist die Volumenstromstärke, linear wachsend. Rot ist die Druckdifferenz, quadratisch wachsend, das ist ein Stück einer Parabel. Dann unten sieht man grün die Prozessleistung, kubisch wachsend und dann blau die Energie, das wäre dann eigentlich hoch 4 wachsend. Und wir bekommen als Schlussresultat 700 Joule.